Moin Moin, Servus, guten Tag zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Heute geht's nochmal um das Gehäuse. Ich hatte mir ja das D2000 von Corsair geholt, was für ein Mini-ITX-Gehäuse schon ein gutes Gehäuse mit viel Platz ist. Aber es ist immer noch so wenig Platz, dass man zu viel Kompromisse eingehen muss. Darum habe ich jetzt das O11 Air Mini geholt, mit dem ich trotz der recht kompakten Bauweise trotzdem noch Mini-ITX, Micro-ATX, ATX-Gehäuse verbauen kann. Dazu noch ATX-Netzteile. Ich bin jetzt nicht beschränkt auf SFXL-Netzteile. Entschuldigung. Durch das Zweikammersystem hat man halt hinten sein normales ATX-Netzteil, kann da SATA-Festplatten, die Lüftersteuerung verbauen. Man hat das bessere Kabelmanagement. Und in der anderen Kammer ist halt das Mainboard die Möglichkeit, 640mm Lüfter und 120mm Lüfter zu verbauen. Also für den nächsten Build bleibe ich bei Softtubes. Ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Platz, um die Winkel etc. von Corsair zu benutzen. Man hat hier auch die Möglichkeit, also ich muss nicht am Gehäuse rumbohren oder so, um die Schläuche durchzuführen. Da bietet das ganz gute Möglichkeiten. Hinten ist auch genug Platz für den Aqua Aero. Also bei diesem Build kommt auch wieder ein bisschen mehr RGB zum Tragen, da ich die ARGB-Lüfter von Arctic verbauen kann. Und ich glaube, mit diesem Gehäuse ist der nahezu perfekte Spagat aus Außenmaße und Variabilität der Hardware gefunden worden. Falls dich das Endergebnis interessiert, in den nächsten 2-3 Wochen kommt das nächste Video. Dort sieht man dann die verbaute Hardware in dem Gehäuse. Und ich sage auf Wiedersehen und wünsche noch einen wunderschönen Sonntagnachmittag.